Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Monumentbox von Kollega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Monument von Kollega. So sieht das Ganze aus. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann im Detail ansehen. So, wir haben hier einen perfekten Punkt, um das Ganze zu öffnen, und zwar hier dieser Spalt zwischen Boden und Deckelseite. Dann kann man das Ganze hier entspannt abmachen. Jawohl. Wir haben hier auf der Folie einen FSK 12 Sticker, der uns darüber aufklärt, dass wir hier auch Filmmaterial, also eine DVD, vorfinden werden. Mit Sticker gelöst, sehr schön. Und so sieht dann die Box an sich aus. Also, in der Mitte haben wir dieses Logo mit dem Alpha und den beiden X. Ja, und links und rechts ein großes I. Monument, also dieses Monument-Logo. Darunter lesen wir Kollega MCMLXXIV, also das hier für 1984. Und dann haben wir hier noch Ahorn, Blätter, eine Krone mit drei Sternen und dann rundherum diese Ornamente. Also sieht auf jeden Fall sehr majestätisch, sehr herrschaftlich aus. Dieses Design zieht sich hier wirklich über alle Seiten drüber. Sieht fast schon aus wie bei so einer optischen Täuschung, wenn man das auch irgendwie ein bisschen bewegt. Und von der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier nochmal dieses Monument-Logo, dann hier ein Barcode und darunter die Credits. Gut, wir werden das Ganze mal öffnen. Der Deckel ist abnehmbar, gefällt mir gut. Von innen glatt schwarz. Das Ganze keine Klappbox, sondern wirklich in zwei Teile zu zerlegen. Dann haben wir hier als erstes mal ein Shirt von Deus Maximus. Shirt bzw. die restlichen oder sehr viele Inhalte ja lange unbekannt und bis zum Release nicht verraten worden. Dann haben wir hier noch so ein Etui, darin befindet sich dann die Halskette, soweit ich weiß. Dann haben wir hier einmal ein Poster, einen Stickerbogen mit insgesamt 2, 4, 6, 8 Stickern. Das Hauptalbum Monument. Dann haben wir hier wohl die Instrumentals, oder? Sieht so aus, ja. Dann haben wir das Hood Tape Nummer 3, die Real Talk DVD mit Mois und dann haben wir hier noch einen FSK Hinweis, so einen Infozettel. Das Ganze hier eingebettet in so einer Kartonhalterung. Die lasse ich jetzt mal so drin und dann machen wir die Box mal wieder zu. So, nachdem hier sehr viele Inhalte noch in Folie sind, allen voran natürlich die Musik, werden wir das Ganze mal hier nacheinander öffnen. Ich werde jetzt etwas versuchen, mich zu beeilen, da der Boxinhalt ja echt eine Menge ist. Und ich glaube, dass das Video sonst sehr, sehr lang wird. So, dann werden wir das Ganze hier auch mal aufschneiden. Ist die Frage, wo? Schweißnaht hier immer, jawohl. So, Real Talk DVD. Dann das Album an sich in der Instrumentalversion. Und dann das Album überhaupt, Monument. Gut, hätten wir das mal erledigt. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also Monument in dieser Optik, die wir auch schon vom Boxdesign kennen. Sehr schön gemacht. Das Ganze ist ein Pappschuber. Hier oben lesen wir noch Kollega Monument. Ebenso unten.
Und auf der Rückseite, was lesen wir hier? Keine Tracklist, nein, was lesen wir? Das hier sind Meisterwerke der Geistesschärfe. Keinerlei Zweckreim, jede Textline ein Wetzstein, mit dem ich die Klinge meines Geistesschärfe, meine Zellstruktur, ein Monument der Weltkultur. Also das sind echt majestätische Lines, wie man sie vom alleinigen Weltmonarch gewohnt ist. Dann haben wir hier die Credits und einen Barcode. Aus dem Pappschuber kann man das Ganze dann hier links oder rechts rausschieben. Und da kommt das eigentliche Album zum Vorschein. Und zwar haben wir hier eine Statue, eine Büste von Kollega hier aus Stein oder aus Marmor. Hier oben lesen wir Alpha Music Empire präsentiert, darunter dann Monument, Kollega. Erinnert mich so ein bisschen an so antike Statuen, ja, Sokrates, Platon, die alten Griechen, die alten Philosophen, die dann solche Statuen bekommen haben. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case, hier auf der Seite schwarz. Auf der Rückseite, auf der Seite lese ich dann auch wieder Kollega Monument. Und dann haben wir die Tracklist hier drauf. Wir haben insgesamt 17 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von 18 Karat und Farid Bang. Dann haben wir Features von Nas, Cameron und das war's soweit. Also wir haben 4 Features auf dem Hauptalbum, 2 Amis, 2 Deutsche. Und die Amis in den USA direkt mitgenommen, nachdem ihr Kollege für die Alben arbeiten am Monument und am Hood Tape in den Staaten war. Auch hier wieder Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier ein, also es fühlt sich zumindest an, relativ dickes Booklet. Wir haben hier einmal einzelne Tracks hier auf der Seite aufgelistet, inklusive der Info, wer das produziert hat. Und dann haben wir hier Eindrücke aus den USA, also hier Kollega in diesem Fall mit Zigarre aus dem Fenster. Dann hier an der Wall Street. Und hier an der Seite findet man dann immer einzelne Tracks, beziehungsweise hier dann unten. Jawohl, da war er glaube ich in diesem Club von Jay-Z. So sieht das aus, jawohl. Also diese ganzen Fotos hier auf seiner Tour in den Vereinigten Staaten entstanden. Scott Storch, heftiger Produzent. Jawohl, also hier jede Menge Einblicke für die, die die Doku noch nicht gesehen haben, unbedingt nachholen. Da sieht man, wie das Ganze entstanden ist, wie er mit Scott Storch und Arab Music im Studio ist. Sehr schön. Dann haben wir noch eine Danksagung. Und hier zum Abschluss noch die Album-Credits. Gut, so viel dazu. Die CD sieht dann ähnlich aus wie auch schon das Cover. Auch hier wieder dieses Gesicht, diese Statue. Auf der Rückseite Kollege wieder in diesem Club hier, in diesem Fall mit Billardkö in der Hand. Dann haben wir die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Und wir haben hier auch 17 Tracks. Also 17 Tracks ergeben 17 Instrumentals. Keine Skits, keine Lückenfüller. 17 Beats hier mit drauf. So sieht das aus. Dann haben wir neben dem Monument-Album noch ein Album bzw. ein Hoodtape mit dabei, Nummer 3. Die legendäre Hoodtape-Reihe findet ihren ja, vorläufigen Abschluss. Ich hoffe doch, dass da irgendwie in Zukunft nochmal was kommen wird, aber aktuell eine Trilogie. Alpha Music Empire präsentiert, Kollega Hoodtape 3. Vom Cover her stark angelehnt an so alte Actionfilm-Poster, so richtig übertrieben. Kollege hier oben ohne mit einer Gatling Gun am Herumschießen. Diverse andere Figuren hier zu sehen, von Ninjas über Frauen mit Scharfschützengewehren, alles dabei. Kommt auch in einem Standard-Jewel-Case. Hier lesen wir dann in Schwarz, Rot und Weiß Hood Tape Volume 3, Kollega. Und auf der Rückseite haben wir dann sage und schreibe 26 Tracks. Obendrauf auf 17, also das ist echt unfassbar. Wir haben Features von Sentino, Noir, Seyed, Gent, Jigsaw und Asche. Also dass die Features hier allesamt deutsch. Dann haben wir hier die Credits und dann schauen wir hier mal hinein. Wobei ich glaube, wir haben hier, jawohl, wir haben hier nur so einen
Einleger zum Aufhalten, so sieht das aus. Hier nochmal die gesamte Tracklist inklusive der Info, wer das produziert hat bzw. wer gefeatured wurde. Sehr schön, eventuell auch hier so als Wendy-Cover zu verwenden. Hood Tape 3. Dann haben wir die CD. Hier ist auch wieder diese Frau mit Scharfschützengewehr und Augenklappe abgebildet. Hier mal das Monument-Logo in Schwarz-Rot, sieht auch mächtig aus. Zwar nicht ganz so königlich wie das Schwarz-Gold, aber das Schwarz-Rot hat auf jeden Fall was. Dann haben wir eine DVD, und zwar die Real Talk DVD. Mit diesem Herrn hier, die meisten von euch werden ihn kennen, Mois. Und zwar haben wir hier dann die beiden Herren mehr oder weniger im Interview oder im Gespräch. Und es soll auch so, was ich jetzt mitbekommen habe, so motivationsmäßig sein und wirklich so Real Talk aus dem Leben, wie auch schon sein Buch. Das Ganze kommt ebenfalls in einem Digisleeve in einer Papphülle. Dann haben wir einen Stickerbogen. Wir haben hier einige Sticker mit dabei. So sieht das aus. Rechteckig, kreisförmig und natürlich auch quadratisch. Alle Sticker in dieser Schwarz-Gold-Optik. Schön gemacht. Also so eine A4-Seite voller diverser Sticker. Dann, bevor wir zu den letzten beiden Inhalten kommen, haben wir noch ein Poster mit dabei. Und zwar haben wir hier einmal das eben gezeigte Cover vom Hood Tape 3. Und zwar ist das hier in so ebenfalls Filmoptik, also wie so ein altes Filmplakat. Wir haben hier eben das Cover im Hochformat und darunter dann, als wäre es ein Film, Alpha Music Empire präsentiert Kollege Hood Tape 3 und dann hier die ganzen Beteiligten nochmal aufgelistet. Wer hat hier an diesem Album mitgewirkt? Und auf der Rückseite haben wir dann den Alleinigen in einem Lamborghini, in diesem Fall in einem giftgrünen Lamborghini. Hier, das dürfte wohl Nevada sein, in den USA. Jawohl. Gab es ja ebenfalls schon zu sehen in der USA-Doku, dieses Gefährt. Und auch die Videodrehs oder Fotoshootings, die dort gemacht wurden. Dann haben wir einen mysteriösen Inhalt. Ich glaube, die meisten von euch wissen, was sich darin befindet. Allerdings habe ich nicht gewusst, dass wir hier so eine Tasche vorfinden. Aber ist natürlich schön, dass man die dann nicht irgendwie zerkratzt zugestellt bekommt. Und zwar haben wir hier so ein Stoffetui, das auch nochmal gebrandet ist hier mit dem Monument-Logo und Kollege daneben. Das Ganze auch hier echt schön, kann man das sehen, hier an der Seite schön vernäht. Und dann haben wir hier zwei Knöpfe, einmal, zweimal. Und darin befindet sich dann die Kette, sonst ist hier nichts weiter drin. So, der Anhänger an sich auch nochmal hier im Papier, um ihn vor Kratzern zu schützen. Also hier wurde nicht an alles gedacht. Und so sieht das dann aus. Also wir haben hier eine Kette in so einem hellen Goldton und dann hier den massiven Anhänger, der wiegt echt einiges. Und hier ist dann der Kopf, das Logo von Alpha Music Empire, also der Löwenkopf hier drauf. Rundherum dann diese Ornamente, erinnert natürlich stark an diese Versace-Ketten, aber generell Deus Maximus und natürlich auch Kollega, sehr inspiriert von Versace, die Kette auf jeden Fall. Sehr schön. Rundherum so etwas rau, dann mittig der Kopf dann glatt und diese Ornamente dann auch wieder glatt. Die Kette auch so richtig Hochglanz. Und dann haben wir hier dann auch noch, wo haben wir ihn hier? Einen Verschluss, mit dem man das Ganze dann entsprechend öffnen und schließen kann und auch natürlich in der Größe, in der Länge dann anpassen kann. Und auf der Rückseite lesen wir dann noch 2018 Alpha Music Empire. Gut, schauen wir uns noch im Detail an, in Kombination mit dem Shirt. Und zu diesem kommen wir jetzt auch. So, falls, oder ja, es gibt sicher einige von euch, die schon Merch bzw. Kleidung von Kollega von Deus Maximus gekauft haben. Ich habe das schon diverse Male gemacht, deswegen, die kommen dann immer in so einer
eigenen Plastiktüte in so einer Verpackung hier, Deus Maximus, gebrandet. Und dann haben wir hier ein Shirt. Und soweit ich weiß, gibt es dieses Shirt nicht in der regulären Kollektion von DevShop, von Deus Maximus, sondern dieses Shirt gibt es, soweit ich weiß, wirklich nur in dieser Box. Bedeutet, diese Shirts wirklich exklusiv in dieser Box und sonst nirgends zu kaufen. Deus Maximus lesen wir hier oben im oberen Brustbereich. Darunter haben wir dann einen Herrn oder eine Frau, das sieht mir doch männlich aus, also einen Herrn, der hier den Kopf eines Kontrahenten hochhält. Und darunter lesen wir dann Monument in orange-gelb das Ganze. Dann hier noch mit so einer Blitzoptik, die hier aus den Augen rausfahren. Also rein vom Design her gefällt mir das richtig gut. Auch die Farbkombination in diesem schwarz und orange-gelb. Auf der Rückseite haben wir dann hier einmal DevShop in Gold. Und das Ganze, wir haben hier dann noch einen Anhänger, die sind da immer dabei bei den Deus Maximus Sachen. Und wir haben es hier zu tun mit einem Shirt in der Größe L. Jawohl, also True Since 1984. Das würde mich nur noch interessieren, ob wir noch irgendwas finden zum Material. Aber ich glaube, wie ich es von Deus, ja, oh ja. Hier haben wir es, Deus Maximus. Designed in Berlin, lesen wir hier. Und wir haben es hier zu tun. Wo haben wir es? Jawohl. 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an. Gerade auch in Kombination mit der Kette. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem orange-gelben Deus Maximus Aufdruck. Darunter Monument, diese Blitzoptik. Und in der Mitte dann dieses große Bild in Kombination mit der Halskette, mit diesem Alpha Music Empire Anhänger sieht das dann so aus. Kann man auf jeden Fall tragen, aber natürlich auch das Shirt ohne diesen Anhänger, ohne diese Halskette, echt ein Hingucker. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann die Alpha Music Empire Chain, diese Halskette, die kommt in diesem Etui. Die Real Talk DVD in der Papphülle. Der Stickerbogen mit insgesamt 8 Stickern, Größe A4 insgesamt. Dann das doppelseitige Poster, einmal Hochformat, einmal Querformat. Das Bonusalbum, das Hood Tape 3. Die Instrumentals zum Album Monument. Und natürlich das Album Monument ergibt zusammen mit dem Hoodtape 43 Tracks plus Instrumentals. Das ist echt eine gewaltige Anzahl. Das alles in dieser wunderbaren Box Monument von Kollega. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kollega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!